Leute, und was geht ab zu einer weiteren Folge Watch Dogs Part 2. Wir haben einfach richtig geile Sachen an, weil wir einfach richtig Hipster sind. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt lauter bin, weil ohne Spaß, ich fand das echt mega gay, als ich dann mir die Aufnahme angesehen habe und dann festgestellt habe, scheiße, bin ich leiser. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Aha. Sieht sich regelmäßig Actionfilme an. Was du nicht sagst, ja? So. Y. Profil. Ist ja eklig. Einkommen 22.400. So, und warum kann ich dich jetzt nicht taggen? Kann ich jetzt eigentlich... Oh, ja. Alter, Bro, was ist mit dir los? Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Sie hat mich ruiniert, damit kommt sie nicht durch. Spiel nicht verrückt, beruhigte Scheiße. Ich gehe jetzt zu ihr rüber. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Okay. Naja, Leute, dann würde ich mal sagen, ich bin Batman. Puh, ja, ich bin wirklich Batman. Was sagt ihr? Einfach... Okay. Wow, Alter. Alarm muss jetzt. Außer geil. Ich renne weg. Okay. Wir sehen schon. Wir nähern uns dem Ziel. Boah. Das ist ja mein geiler Mann. Von wo komme ich jetzt da hin? Karte. Sprengen. Oh, fuck. Er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Aha. Mal sehen, was der Profiler sagt. Der ist wirklich hilfreich, dieser Pro. Wenn das CTOS eine potenzielle Verbrechen erkennt, blablabla, Zielgebiet, nutzen Sie den Profiler, potenzielle Verbrecher oder Opfer zu identifizieren. Lassen Sie sich nicht entdecken. Warten Sie auf CTOS-Alarm, bevor Sie erscheinen. Einschreiten. Es ist besser für Ihren Ruf, wenn Sie Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Heißt das, es kommt jetzt gleich eine Verfolgungsjagd oder was? Ach, tja, gay. Ich meine, es ist scheiße. Es ist total uncool und so. Um mal politisch korrekt zu bleiben. Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Kann ich hier auch rein? Das wäre voll OP, wenn ich hier rein könnte. Nein, kann ich nicht. Fick dich. Gut, dann machen wir mal. Jetzt schweig mich nicht an. Ich dachte, du wolltest nicht mehr mit mir reden. Wer hat das gesagt? Zitat. Ich rede nicht mehr mit dir, Arschloch. Das war gestern. Oh mein Gott, wie schlecht. Diagnose. Was? Alles klar, Bro? Bro? Tut mir echt leid, Mann. Aber was du? Naja. Du hast Probleme, Alter. Echt schwerwiegende. Harte. Da ist er. Sein Ziel muss ganz nah sein. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Okay. Lol. Ich habe ja jetzt Munition. Hey! Wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Hau ich endlich muss ihn jetzt ab. Stoppen. Ich schrei gleich. Oh, jetzt kriegst du. Was? Wie ausschalten? E. E. F. F. Idiot. Au. 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 Nein, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Schmerzen. Ich stecke jetzt die Waffe wieder weg. Perfekte.
Was? Nicht fluchen? Stecken wir ein. Bye bye. So, Leute. Warte mal. Fortschrittsrad öffnen. Hey, hey, hey. Was habe ich jetzt schon wieder? Punkte oder was? Schneller Wechsel. Ach, so kann ich auch wechseln über Mausrad. Okidoki. Ach, ohne Spaß. Die Mausempfindlichkeit ist echt. Ach so, jetzt verstehe ich. Hauptmission. Ausloggen. Ich blicke gerade irgendwie nicht durch, muss ich ehrlich zugeben. Hauptmission. Ja, ist schön. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nee, ne? Nein, ich kann schon mal nichts Importantes machen. Oh, entschuldige bitte. Nicky, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jack, oh ja, mach ich doch gern. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Wo? Bin bald da. Sorry, Nick, ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Woran? Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Nett. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Verständlich, ja. So, wie man sich Fahrzeuge liefern lässt. Öffnen Sie Smartphone, wählen Sie die App Auto auf. Ja gut, das ist eigentlich nachvollziehbar. Alles klar. Zoe. Kurz gucken. Fähigkeitenbaum. Es gibt nur drei Möglichkeiten, wo die Kugel sein kann. Das heißt, du gewinnst bei einem von dreimal. Höhere Quoten gibt's nicht. Lol, cool. Das ist ja fett. Setzt du jetzt, oder was? Ich hab... Wie viel? Na gut. Ganz einfach. Könnte nicht einfacher sein. Ja, ganz genau. So, Mitte. Ups, ich weiß es selbst nicht mehr. Ja, ist gut, Mann. Ich weiß, wo es ist. So, können Sie jetzt... Da ist es. Buja! So sieht's aus. Nice. Könnte das sein? Der wird mich noch ausnehmen. Nochmal? Also, das ist ja eigentlich so die Variante dieser Tricks. Dein Einsatz, Mann! Lassen erst ein Gewinn. Ich könnte die Kamera ein bisschen mehr nach unten machen. Das Konzentrieren ist ja voll schwierig. Kann ich Ihnen helfen? Mitte, rechts, Mitte. Alter, wie Arschloch war das denn? Bitte schön. Ja. Ich will mal ganz stark raten. Da. Bazinga! Aber irgendwann wird es wahrscheinlich schwierig. Schwieriger, sagen wir es ja so. Du hast aber einen Lauf. Mhm. Und die Kugel rollt. Jetzt gut aufpassen. Oh, scheiße, das ist schwierig. Das ist gerade okay, nur ein paar Mal hin und her schieben. So, gib's mir. Okay. Der hat gewechselt. Vorne, jetzt links, jetzt rechts. Ach, war doch easy. Ups, alles ich weiß es selbst nicht mehr. Das hat doch geklappt. Ohne Spaß, diese Dauer. Du hast sie. Tja, ich bin einfach besser als du. Das ist einfach, sich Geld zu verdienen, Heilige. Einmal noch. Du bist gut.
Ja, gut, alles klar. Warte, was? Okay, also zeig mir, dass du es ernst meinst. Wie? Ich kann auch... Ah, jetzt kann ich... Okay, dein Einsatz. Ich bin fertig. Kann ich Ihnen helfen? Alle drei Level gemacht. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt überzeugt davon, dass das jetzt ein bisschen schwierig ist. Lovely. Okay, der hört. Stimmt, habe ich nicht aufgezählt, dass es keine Ahnung haben. Oh! Was ist mit dem Laden los? Ohne Spaß. Die Wagensteuerung ist ein bisschen behindert, muss ich zugeben. Ja, erstmal gehen wir ein bisschen spielen. Polizei. Oh mein Gott. Oh, die Steuerung, what the fuck? Scheiße. Nichts wie Verkehr. Nichts wie Verkehr. Ja, einfach mal die Map aufrufen. Map. Fixaufträge. Ich bin sowieso gerade ein bisschen Fortschritt. Wie komme ich eigentlich an meine... Ich würde ja gerne wissen, wie ich an meine Missionen komme, die ich gerade brauche, die ich gerne hätte jetzt. What the fuck? Ich verstehe es gerade nicht. Fähigkeiten habe ich keinen. Irgendwie hat mich das Spiel reingeschmissen, ohne dass... Okay, machen wir das von mir aus. Das muss doch jetzt mal irgendwie mehr geben. Ich weiß nicht, wie ich Karte. Aha, so geht's also. Das ist die Kampagne. Gut, das habe ich jetzt auch verstanden. Dieser Ort löst bei Aiden Pierce eine aufwühlende Erinnerung aus. Das können wir ja später machen. Was ist das hier? City Games? Geil! Digital Trips sind Untergrunderfahrungen für experimentierfreudige Spieler. Halten sie eh in der Nähe? Minispiele also. Ach, ist ja Wunderbärchen. Was laber ich für eine Scheiße? Und die gelben Zeichen sind Schnellreise. Waffenladen? Logisch. Gut. Dann wollen wir mal. Ich bin nicht vergessen, wie ich meine Dingens. Oh, nein, du hast mich nicht gesehen. Schlimm war's, ne? Brecherwahrscheinlichkeit. Nein, das ist mir nicht. Mann, in Assassin's Creed war das. Oh, viel einfacher. Ah! Nein, bitte nicht. Wie konnte man denn? Nee. Wow. Hey, yo, warte mal. Ich soll dir was von IREC ausrichten. Die Antwort ist immer noch nein. Wach auf. Hey, oh, willst du dir Stress machen? Komm her. Dich krieg ich. Ah, das werde ich sowas von kriegen, mein Freund. Ich erst mal ausmachen. Komm schon, bleib stehen. Ach, Hilfe! Oh, Alter. Ja, lass mich, blockiert ihn. Go, schafft eure Ernte hier runter und helft uns! Kannst du haben. Ich krieg voll. Fick dich doch. Oh, okay. Na gut, jetzt muss ich mich wehren.
stirbt. Gut, das erste Mal, dass ich jetzt schieße in dem Spiel. Unten bleiben, Wies! Halt auf! Ich hab ne Bombe! Was? Bombe? Tot. Oh! Oh Gott. Oh Gott. Okay, weg hier. Ganz ehrlich, weg hier. Niemand braucht das. Check in. Fahr. Scheiß drauf. Scheiß drauf, ich komm, die Sau. Nicht gut. Deine Mutter. Also, ich weiß nicht. Das ist alles gerade ein bisschen. Keine Menschen mehr fahren. Einfach nicht wirkliche Ampel. Alter, die haben aber auch wirklich alle so 0815er Wagen, ja. Jetzt fahren die in der Mai. Verbrauch, ich ramm den jetzt! Ja, wirklich, tut er das? Er ist zu Fuß unterwegs! Der Flugschein! Oh, ruf mal deine Helikopter! Bitte was? So regeln wir das in der Bronx. Kann ich denn noch mal meine Waffen-Menü-Ding jetzt aufrufen? Nerv mich! Mach ich das jetzt auch noch? Scheiß drauf, danach mach ich die. Ich verspreche es. Das ist gerade so ja, cool. Oh, ich glaube, ich bin über sein Kopf gefahren. Das ist cool, das ist irgendwie voll mal was anderes. Die Steuerung verwirrt mich zwar noch maximalst, aber. Fährt er. Den wird man. Na, mein. Na gut, das wird jetzt nicht die Schwierigkeit sein. Und die Spitze stören Katzen. Jetzt haben wir geschlafen. Ich werde schon mal die Tasten hier mal angucken. Ein paar Fixer brauchen eine Ablenkung. Ich locke die Cops raus und spiele den Köder. Klingt nach einem sauberen Job. Aha, total. Ziehfahrzeug. Ah, dieses. Ah, das ist dieser Modus. Ich habe in deinem Schrank gefunden. In deinem Schrank. Ich weiß. Und ich Beruhig dich bitte. Das sind keine Puppen. Das sind Sammlerstücke. Ich will nicht, dass der Mann, den ich liebe, mit Puppen spielt. Nein, was? Scheiße. Hast du eine Ahnung, mit wem? Ach, vergiss es. Ich hab grad hier so eine Psychologie. Ah, ein Rennen oder was? Also, Zeitrennen. Ich sehe jetzt schon voraus, dass ich verkacken werde, einfach weil die Steuerung so mega ist. Upsi, scheiße.
Alter! Was zum Teufel? Was geht's mit an? Abbremsen. Scheiße. An alle Einheiten, die UN hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Wir nehmen ihn ran! Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich mache gerade Double bei, Digga. Facepalm. Mm. Scheiße. Ich weiß, sorry. Hä? Wissen wir? Ehemaliger Rennfahrer. Glückwunsch. Ich soll hier abbrechen. Mission beenden. Ja, okay. Das. Ja. Ja. Mhm. Okay. Lol. Cool. Okay. Oh, beeil dich bitte. Okay. Oh Gott. Nein. Wo ist Jean? Was ist denn los? Wie geht's ihm? Ganz gut. Er sitzt seitdem er 14 ist und weiß, dass er vor 40 sicher nicht rauskommt. Verdammt lange für einen Minderjährigen. Warum ist er drin? Zunächst nur wegen Drogenbesitz. Aber wenn du drin bist, kommst du in der Gang. Machst, was die sagen. Und, ja, er sollte halt einen Wärter abstechen. Ein Alkoholiker sitzt... Naja, das geht jetzt mal aber so nicht, ne? Ja, vergiss es. Ich will jetzt zu meiner Hauptquest... Queste. Vielleicht ist das alles nicht so verwirrend. Soll ich mir jetzt mal ganz kurz in der Steuerung nachgucken? Letztes Auto, nope, nope, Optionen, Steuerung, Tastatur hinaus. Steuerung anpassen. So. Interagieren E, sehr logisch. Hacken Q. Profiler Y. Fokus SRG, ja. Smartphone, ja. Kontext Tab. Wegpunkt. Achso, okay. Sturmwaffe ausrüsten. Nein, na gut, das ist okay. Und allgemein das Gerät werfen, Tool benutzen, Playlist starten. Nächster Song. Radio. Lol, man kann wirklich die Musik während des Laufens machen. Bewegung! Ich brauche mal kurz ein Auto, Mann. Nice. Aber. Ich krieg Fahrzeuge scheinbar freigeschaltet, dann schießt die Klaue. So, schön. Abgehackt! Jetzt abgehackt. Ah, ja, was soll ich sagen? Bis jetzt gefällt mir das Spiel. Ja. Ich muss es mal kurz loswerden. Es ist einfach nur richtig warm am Tag in Deutschland. Es geht gar nicht. Ich meine, die noch lernen, haben sie noch ganz gut. Ne? Die kriegen Hitze frei und ich werde auch Leute, aber auch die im Horror. Hitze frei. Erwachsene Menschen. Ich arbeite in der Küche. Da kann man mal. Da wird mir kein Hitze frei. Wenn man so leben muss, dann so ein Kranz. Na gut. Ignorieren wir das jetzt erstmal. Big Brother. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nikki. Bin ich soweit? Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt. Ich weiß auch nicht. Fürchte ich die Stille. Chill doch mal. Oh. Ja. Nevermind. Ja, habe ich auch so gedacht. Okay. Dann los. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10.
9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal. Geburtstagskitzel. Sexy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Warte mal bitte. Hallo. Hallo, kleiner Junge. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Also mit der Mütze sieht er voll lächerlich aus. Lass dich mal ansehen. Ja, sehe ich hip aus? Sehe ich hip aus? Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Aha. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Lol. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Es ist so warm. Oh. Hey. Oh. Ich bin zu spät. Krieg ich eine Umarmung? Oh. Wow. Bist du groß. Was ist denn er für eine coole Sache? Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Sie wird uns die ganze Nacht lang treiben. Auf dem Garten. Auf jedem Möbelstück außerhalb des Hauses. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Nein, hat sich nichts geändert. Er würde einfach nur zum Geburtstag kommen, Schnapper. Ach nein. Jetzt verspreche ich nicht irgendwas. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Hm. Ah, genau. Ich habe heute schon etwa, ich habe mich umgebracht, also zwei schwer verletzt vermutlich mit meinem hübschen kleinen Teleskopstab. Und das etwa letzte Mal, als ich hier war, 5 getötet, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse. Lol. Ich hab's ihnen gezeigt. Oh, ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Warte mal, das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Ich dachte, genau er wäre so war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Ich verstehe gerade die Familienkonstellation nicht. Oh, entschuldige, ich plappere. Ja, Handy, Telefon, Ach, ehrlich? Nein, ich will sie nicht unterbrechen. Ich will das Gespräch zuhören. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt sie? Fuck. Ich glaube... Ich weiß nicht, was daran komisch ist. Aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Soubrette in einem Amateurchor. Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. Leben Sie. The fuck? Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Das ist irgendwie ziemlich krass, was die Ihnen gerade für Tipps gibt. Was sagten Sie? Ich werde dich töten. Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Nicht nur die Polizei. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Ich stehe doch genau neben mir. Bist du dich sicher, Nikki? Okay. Creepypasta. Wer war das?
Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Nein. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Aha. Okay. Ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Das ist ein gutes Argument. Und er hat ein Tablet. Wenn der auch noch ein Gamer-PC hat, Alter, dann werde ich echt eifersüchtig. Das ist eine gute Idee. Du kannst mich mal. Du nicht. Du bist cool. Du hast zwar nicht ein Wort gesprochen, aber... Hey. Hey. Naja, abgesehen zu deiner Mutter. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Okay. Da bist du ja. Bingo. Mist. Er will abhauen. Ja, das werde ich verfolgen. Mein Brother. Also, mein Brother von Nase mal so. Abkürzung OP. Das ist meine größte Angst. Dass meine Familie bedroht wird. Er schießt. Aus dem Auto raus? Nein, kann ich nie. Oh, oh mein Gott, ich lasse ihn jetzt. Ach komm schon, was soll ich lassen jetzt? Nein. Da! Wie schalte ich den aus, wenn der mich nicht angerufen? Ja. Tut mir leid, hab überreagiert. Du machst dich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flipp nicht wieder aus. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So, ist das. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Das was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Das ist gerade irgendwie echt schlechter Dialog. Ja, nein, nicht in hallo? Das ist fein. Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Fick dich. So. Auf die Fresse, Junge. Spannst du krank aus. Und jetzt? Hast du das jetzt ernsthaft? Oh, was ein Heck. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass sie mich für einen Telefonstreich bezahlen. Ja? Oh, ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Aha. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nikki zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Keine Ahnung, für jemanden, der sie nicht mag. Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauch die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Ich kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS. Schon mal anfangen. Dann sollte ich den Anruf mal ausfindig machen. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. Netzwerk hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ah. Das war Akt 1. Mr. Bennett, der große Bruder. Oh, und gleich mein Fahrzeug. Geil. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Aha. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Bestimmt, bestimmt. Ich bin bereit. Echt hier im Wagen verstecken? Komm, versteck dich im Wagen. Ich drücke F! Lol, das ist ja cool. Na gut. Dai Yang.
Warte mal, sind das richtige Lieder? Oh Gott, Gamer wird mir so wieder auf die Fresse geben, ey. Ja, ich würde sagen, das war die Hauptquest. Also die Kampagne, so wie es hier genannt. Kampagnon. Das ist ein etwas moderneres Spiel. Das hätte ich zwar erwartet, dass es irgendwie, keine Ahnung, Ziel heißt oder Mission oder... Nein, das heißt Kampagne. Neue Sehenswürdigkeiten nennen wir jetzt zum... Nee, ich werde erstmal... Aha. Mhm. Aha, okay. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder von The Watch Dogs. Ich will immer The Walking Dead sagen, von Watch Dogs meine ich. Mit mir, Gretschak, alias Karl alias Gretschak, wie auch immer. Hey Bro, bei CNI Gaming. Bis dahin wünsche ich euch noch schöne Tage und ich stehe im Tablet. Schöne Tage, schöne Wochen, schöne Monate. Haut rein, Leute.